Es sind Schmierereien wie diese, die Züge, abgestellte Großfahrzeuge und Hausfassaden verunstalten. Illegale Graffitis, meist von unbekannten Tätern. Um dem Vandalismus der Farbschmierereien entgegenzuwirken, haben die Stadt Idar-Oberstein und die Malerinnung im Kreis Birkenfeld den Sprayern im April 2016 den Kampf angekündigt. Unter dem Motto Graffiti and Me soll eine Taskforce durch gezielte und schnelle Handlung den Schmierereien entgegenwirken. Mit dem hier angewendeten Verfahren werden die Graffitis nicht nur sauber entfernt, auch soll die Grundsubstanz, wie zum Beispiel die Gebäudefassade, geschrund werden. Im September 2016 wurde das Einsatzfahrzeug der Graffiti-Taskforce am Bahnhofsplatz in Idar-Oberstein vorgestellt. Ja, die Feuerwehrwagen, das ist eigentlich das Filetstück von Graffiti and Me, weil die Entfernung von Schmiererei und Graffiti sollte innerhalb von 48 Stunden stattfinden. Dann ist die Wiederholungsquote liegt bei zwischen 0% und 10%, und das ist entscheidend, um der Stadt auch nachhaltig sauber zu halten und mögliche Schmiererei einfach, ja, die Jugendlichen zu sagen, wenn du es machst, das bringt nichts, weil es ist übermorgen wieder weg. Graffiti ist ein weltweites Problem. Wir haben uns da schon sehr schlau gemacht. Und es ist aber auch ein bisschen ein Tabu. Viele schauen weg. Es fehlt auch Geld, um dauerhaft zu entfernen. Aber es ist etwas, was unglaublich viele Menschen stört. Speziell wenn auch auf Privatterrain einfach was gesprüht wird, was ich da nicht haben möchte. Und wir haben, glauben wir, doch mit diesem Konzept ein relativ einmaliges Konzept, auch Prävention, auch an Facebook Auftritt und so weiter, und wollen die Communities mitnehmen auf diese Reise. Das Feuerwehrauto war zuerst eine Schnapsidee, einfach aus der Idee, wir wollen innerhalb 48 Stunden diese Graffitis entfernen, weil es da gibt Untersuchungen, dass dann die Folge bis zu 90% sich reduziert. Schnelligkeit, Wasser, Feuerwehr, das war so der erste Ansatz. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen auch Tagesfahrzeug. Also das Fahrzeug muss einen Tank haben, das Fahrzeug muss Strom haben, das Fahrzeug muss einen Reiniger und die ganzen Gerätschaften bevorraten können. Und dann war es eigentlich ganz klar, es muss ein Feuerwehrfahrzeug sein. Den Umbau haben wir ja selber gemacht, genau nach unseren Wünschen und nach unseren Vorstellungen. Zulassung gab es kleinere Probleme, halt Blaulicht muss runter, Gelblicht muss drauf. Es muss umgewidmet werden, weil es kein Feuerwehrfahrzeug mehr ist. Aber so wie es jetzt hier steht, darf es betrieben werden, es darf aussehen wie eine Feuerwehr. Das Martinshorn ist natürlich demontiert. Das System der Taskforce Graffiti and Me ist denkbar einfach. Sieht ein Passant in der Stadt ein Graffiti, das am Vortag beispielsweise noch nicht vorhanden war, wird dies der Polizei oder bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein gemeldet. Innerhalb von 48 Stunden sollen diese Farbschmierereien dann entfernt werden. Als Aufgabe haben die Gründer sich jedoch nicht nur die Entfernung, sondern auch die Prävention vor weiteren Verunstaltungen gesetzt. Wir sind nicht die Graffiti-Entferner, wir wollen präventiv, wir wollen auch zukünftig mit der Jugendarbeit mehr erreichen, wie nur Graffiti wegmachen. Daraus ist dann tatsächlich Graffiti and Me entstanden. Dann haben sich auch 6 Mitglieder der Malerinnung dazu bereit erklärt, dieses Taskforce und das Response-Team, das ist also das Wesentliche, die Leute, die tatsächlich rausfahren, zu gründen. So kam das. Graffiti ist eine Darstellungsform, ist eine Kunstform, wenn es Kunst ist. Deswegen unser Slogan, Schmiererei ist keine Kunst. Aber unser Weg geht natürlich auch dahin. Unser Projekt Spray Your Way, einwandfrei, also eine Wand frei, zielt genau darauf hin ab. Wir wollen im nächsten Jahr, das sind auch die Vorgespräche schon gelaufen, mit den Jugendlichen gemeinsam, das ist ganz, ganz wichtig, mit den Jugendlichen halt eine Wand gestalten. Da kommt also ein richtig Profikünstler, kommt dann mit dazu. Wir werden also, ich möchte jetzt das Wort Wettbewerb gar nicht nennen, aber wir werden einen Workshop machen, wo wir also eine Wand gestalten dementsprechend und die dann halt auch von den Jugendlichen umgesetzt wird. Unter professioneller Anleitung, was auch kein einmaliges Projekt, sondern das soll halt langfristig auch funktionieren.
Ja, ich denke mal, das ist wieder ein Beitrag mehr für eine saubere Stadt, für die wir alle stehen. Und das gemeinsam. Und deswegen ganz, ganz großer Dank nochmal an die Sponsoren, aber natürlich auch die Malerinnung und an das Team Graffiti and Me. Weil ohne die alle könnte das nicht passieren. Und ich denke mal, es ist ein weiterer Schritt, um eine saubere Stadt zu bekommen. Da sind wir sehr stolz drauf. Und die Art und Weise, wie wir es hier machen, ist einmalig in ganz Deutschland. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Das ist ja so aufgebaut, das Ganze. Es hat ja die Malerinnung, haben sich 7 Unternehmen zusammengeschlossen und diese Taskforce gegründet, dieses Fahrzeug geholt und das finanziert worden ist über Sponsoren. Und jeder Auftrag, also wir als Stadt, wenn wir hier was wegmachen lassen, bezahlen das an diese Gesellschaft. Genauso wie jeder Privateigentümer natürlich seine Graffitis auch entfernen lassen kann über diese Gesellschaft und das natürlich bezahlt oder die Versicherung das bezahlt. Der Kostenrahmen kann man schwer schätzen, also es kommt immer auf die Größe drauf an. Und das Ganze ist so, man kann anrufen bei Graffiti and Me, gibt es extra eine Hotline-Nummer in der Obersteiner Vorwahlnummer, wo man anrufen kann, kann sagen, ich habe das und das Problem, schickt ein Bild hin, es fährt jemand raus, guckt, wie groß ist der Schaden, wie viele Quadratmeter sind es und stellt dann ein entsprechendes günstiges Angebot für die Hausbesitzer, denen die Häuser gehören. Und das läuft aber alles über dieses neue Unternehmen Graffiti and Me. Die Polizei findet es sehr gut, aber wir gehen ja verschiedene Schienen. Das eine ist Prävention, was wir hier machen, genauso diese Jugendkonzepte, die wir machen mit jungen Leuten. Aber auf der anderen Seite verfolgt die Stadt Idar-Oberstadt natürlich auch mit der Polizei gemeinsam die Täter. Und es ist keine Kavaliersdelikt, sondern es ist eine richtige Straftat. Und das muss den Leuten auch bewusst werden, die diese Schmierereien machen. Und wir als Stadt sind ja eigentlich Vorbildfunktion. Wir stellen jungen Leuten Wände zur Verfügung, wo legal gesprayt werden kann. Und deswegen ist es illegal, das ist absolute Schmiererei, können wir einfach nicht dulden lassen. Und deswegen verfolgen wir auch diejenigen, die das illegal machen in der Stadt. Wir sind permanent am Suchen nach Flächen, wo junge Leute sich ausleben können, diese Graffiti-Kunst. Und ich denke mal, wenn man da die Leute auch sensibilisiert dafür, dass sie an diese Flächen später hingehen, aber das Stadtbild allgemein dann sauber halten. Und das ist also das große Ziel. Und da sind wir eigentlich immer sehr, sehr offen geschlossen an die Leute, dass wir da Möglichkeiten suchen, den jungen Leuten mit Aktionen, mit Profikünstlern Wände zu gestalten und das wird dann in der Zukunft so sein.